Ja, hallo Freunde. Ja, also ich habe mir wieder ein paar Videos mal angeguckt von diesen Amir Arapur, diese Schlange. Und da kommt einer bei ihm im Chat rein und meint, hier Amir, warum tust du nicht deinen Job aufgeben, machst du nur noch TikTok? Also ganz ehrlich, sein Hauptjob ist TikTok. Er macht ja 9 bis 12 Stunden TikTok-Video während der Autofahrt und nebendran auf dem Beifahrersitz liegt sein armer Hund, ja, der praktisch diese ganzen Stunden da aushalten muss, immer jeden Tag bei der Fahrt. Ich frage mich, warum da noch keine Tierschutzorganisation auf dem Bildschirm gestoßen ist. Ja, und dann erzählt er jetzt seit neuestem sehr oft mal wegen Kamelurin. Also mal ganz ehrlich, mich interessiert es gar nicht, ob seine Eltern während der Schwangerschaft und heute noch Kamelurin trinken. Ja, der meint ja Muslime, und er sagt ja, die Eltern wären die Muslime. Also das heißt also, seine Eltern haben während der Schwangerschaft und auch jetzt noch Kamelurin getrunken. Ja, aber was interessiert uns das? Und dann macht er diese Fahrten, macht diese TikTok. Jetzt hat er natürlich, wenn das erlaubt ist, dann frage ich mich, warum hat er denn jetzt seinen Bildschirm geändert, so dass man das nicht mehr so genau sehen kann, dass er auf der Fahrt ist auf deutschen Straßen. Das heißt, das ist also ganz klar verboten, weil er guckt sehr oft, also er guckt mehr auf dem Handy oder auf seine Zahlen da mit Suren von der Bibel und auch vom Koran, damit er, weil er kennt ja nicht alles auswendig, ja. In den arabischen Ländern habe ich halt mal gehört, dass es sogar Kinder gibt, die den Koran auswendig können. Und er macht schon über 10 Jahre solche Videos und hat es immer noch nicht drauf. Sowohl nicht vom Koran und auch nicht von der Bibel. Also, wenn wir jetzt zurückgehen in die Zeit von Adam und Eva, müsste man sagen, für mich ist das ganz klar die Schlange, die versucht, da die Menschen zu verführen. Was hat der Letzte noch gemacht? Hat einen Spendenaufruf gemacht für eine Sammelaktion für Bedürftige, also für so Landstreicher, also Obdachlose. Und dann hätte er natürlich Decken gekauft und so warme Jacken angeblich, aber kein Mensch hat ihn gesehen mit diesem Geld. Und ein bisschen Geld ist übrig geblieben und das hat er extra in einen Umschlag gemacht, in einen Briefumschlag. Ihr wisst ja, wie die Briefumschläge sind. Und für den Notfall, also falls er mal jemand trifft. Wie soll der jemand treffen, wenn er ständig im Bus ist? Also erstmal das. Ja, und dann hat er sich davon bedient, von diesen Spenden. Und was er übrig geblieben ist, hat er halt in diesen Briefumschlag gemacht. Angeblich, wie gesagt. Ja. Wahrscheinlich geht das jetzt das nächste Mal auf die Transporterversicherung drauf. Naja, und wie gesagt, das wollte ich mal gesagt haben. Wir hören uns dann wieder mal das nächste Mal, ja. Und ihr wisst ja, alle Leute, die mit ihm abonnieren, der hat so bestimmte Muslime, wir haben die und so, die er immer reinnimmt, weil das gefällt ja seine Community, wenn er so ein bisschen mit ihm diskutiert. Aber alle anderen, die ein bisschen Wissen haben, die tut er ja sofort rausschmeißen. Und prahlt davon, prahlt dann, dass er die fertig gemacht hat. Also, wie heuchlerisch muss man denn sein? Das frage ich mal euch. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao aus Frankfurt.